Hallo und Privet aus Kaliningrad. Die Sowjetunion wurde immer schon als geheimnisvolles Land, als das Land voller Geheimnisse gesehen. Und schon der Brite Winston Churchill formulierte: Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Und Russland ist der Rechtsnachfolger der Sowjetunion, hat sich aber wohl entschlossen, nicht alle Traditionen der ehemaligen Ex-UdSSR fortzusetzen. Das trifft auch auf die Geheimnisse des Landes zu. Eines der Geheimnisse, welches jetzt zum 1. August 2018 abgeschafft werden soll, wenn nicht vollständig, so doch zumindest schrittweise, ist das Steuergeheimnis. Wobei mir jetzt schon nicht klar ist, welches Steuergeheimnis es in Russland überhaupt noch gibt. Denn alleine die leitenden Beamten in Russland müssen ihre Steuererklärung jetzt schon komplett veröffentlichen. Und Gnade Gott, oder sollte man besser formulieren, Gnade Putin, wenn hier ein Fehler eintritt. Nun beginnt aber der föderale Steuerdienst am 1. August im Internet Informationen über die russischen Steuerzahler zu veröffentlichen. Früher fielen diese Informationen unter das Steuergeheimnis. Jetzt sollen diese Veröffentlichungen helfen, die unehrlichen Bürger und Unternehmen von den ehrlichen besser zu erkennen. Der föderale Steuerdienst wird ein spezielles Internetportal schaffen, welches sich Klares Business nennt. Hier kann dann jeder Interessierte erfahren, wie die Steuerinspektion die Firma, das Unternehmen, den Steuerzahler charakterisiert, mit dem man plant, in Geschäftskontakt zu treten. Man erfährt, ob es sich um eine sogenannte Eintagesfirma handelt oder um einen Steuerschuldner oder sogar Steuerbetrüger. Weiterhin erfährt man organisatorische Einzelheiten des Unternehmens, wie viele Mitarbeiter die Firma hat, welches Steuerregime bzw. welche Steuerart die Firma anwendet. In einem weiteren Schritt wird diese öffentliche Datenbank ergänzt mit Angaben, welche Strafen gegen die Sie interessierende Firma verhängt worden sind, warum und in welcher Höhe. Und man erfährt, wie hoch der Umsatz der Firma ist, wie hoch die Ausgaben waren und kann somit auch den Gewinn der Firma erfahren, mit der man zusammenarbeiten will. Ausgeschlossen von dieser neuen Geheimnisfreiheit sind Firmen, die geheim sind. Also in der Regel Firmen, die im Sektor der Landesverteidigung und der Landessicherheit arbeiten. Firmen, die als Großsteuerzahler bei der Steuerinspektion eingestuft worden sind, also vermutlich Gazprom oder die Sberbank, werden von der neuen Geheimnisfreiheit verschont. Wer sich also zukünftig über die Informationsagentur Kaliningrad Domizil informieren möchte, über deren Solidität, über deren Steuerehrlichkeit und deren Reputation, kann dies tun. Denn meine Firma gehört nicht zu den Großsteuerzahlern. Einzige Voraussetzung ist, Sie müssen die russische Sprache lesen und schreiben können. Interessant fand ich, dass es ein derartiges Informationsportal bereits gibt. Und zwar nicht erst seit gestern. Es heißt Für ein ehrliches Business. Es handelt sich um ein offiziell registriertes Informationsportal, welches nach eigenen Angaben sogar schon eine Auszeichnung von der russischen Regierung erhalten haben soll. Man braucht nur einige Startinformationen und erfährt alles, aber auch wirklich alles, was man erfahren will. Ich habe einfach mal den Namen Konzepta eingegeben. Vielleicht erinnern sich einige meiner ständigen Leser. Das ist die Firma, die in Ostpreußen, unweit der Stadt Königsberg, in romantischer Nähe zu dunklen ostpreußischen Wäldern, ein deutsches Dorf mit deutschem Bürgermeister und deutscher Schule errichten will. Insgesamt gibt es oder gab es 16 Unternehmen mit diesem Namen in Russland. Davon aber nur 8 Firmen in Kaliningrad, die alle irgendetwas mit diesem deutschen Dorf und den Deutschen zu tun haben, die sich hier aktiv in die Königsberger Wiedergeburt einbringen wollen. Unglaublich viele Verknüpfungen gibt es, die man alle bequem am Computer bei einer Tasse Kaffee erfährt. Thank you.
was soll ich Sie, liebe Leser, mit diesen vielen Einzelheiten belästigen? Ich wollte Ihnen eigentlich nur mitteilen, dass es weder im großen Russland noch im kleinen Russland irgendwelche Geheimnisse gibt. Und dass es in Russland immer einfacher wird, ein sicheres Unternehmen zu schaffen und Partner zu finden, denen man vertrauen kann. Und der russische Staat hilft Ihnen dabei. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.